Kapitel 20. Ein besonderes Kapitel für den Kristall des Raumes. Wir haben den ersten Elementkristall. Als ich wieder in unserem Lager aufgetaucht bin, war er auf einmal wieder da. Aber jetzt haben wir leider ein neues Problem. Keiner konnte mir erklären, warum, aber er war bewusstlos. Wir waren sehr damit beschäftigt, zu planen, was wir jetzt machen würden. Inzwischen war es am Tag noch 3 Stunden lang hell. Deswegen konnten wir nicht warten, bis er wieder zu sich kam. Wir konnten ihn jedoch auch nicht einfach hier alleine lassen, auf das Risiko, dass Latias unser Lager entdecken würde. Zeit wurde knapp. Necrosm hatte berechnet, dass in bereits 5 Tagen komplette Dunkelheit einkehren würde. Und somit hatten wir keine 2 Wochen mehr vor dem Weltuntergang. Wir mussten ein großes Risiko eingehen, so viel war sicher. Und somit einigten wir uns. Vor allem, da ich darauf bestand. Darauf, dass ich alleine zur Raumspalte aufbrechen würde, um den Raumkristall zu holen. Die anderen waren zuerst vollkommen dagegen und auch ich habe gezweifelt, aber letztendlich mussten wir alle einsehen, dass dies unsere einzige Chance sei. So machte ich mich alleine auf den Weg zur Raumspalte, die westlich von Schatzstadt lag. Ich rechnete mit einer Reisedauer von mindestens 1 Tag, also versprach ich ihnen, innerhalb der nächsten 3 Tage zurückzukehren. Die Reise führte mich durch viele bekannte und auch unbekannte Gebiete. Ich durchquerte den Seelenwald, überquerte einen großen Berg, dessen Name, wie ich später herausfand, Schluchtenberg lautete, und einen Teil des Meeres. Dort fand ich schließlich eine große, merkwürdige Spalte mitten in der Luft, die der zum verborgenen Land führte, sehr ähnlich sah. Es war die Raumspalte, in der Palkia lebte. Ich betrat sie und kam an einen merkwürdigen Ort, der anders war als das verborgene Land. Im tiefsten Punkt traf ich auf ein großes, drachenartiges Wesen. Dial gab mir bereits von allen Berichten, was geschehen ist. Du bist hier, um dir den Kristall des Raumes zu verdienen. Habe ich recht? Er wartete nicht einmal auf meine Antwort, sondern begann mir alles zu erklären. Dir ist bewusst, welches Risiko du eingehst, wenn gerade du diese Prüfung bestreitest, habe ich recht. Deine Prüfung wird ein Rätsel sein. Du hast nur eine Chance und bei einer falschen Antwort ist deine Rückkehr ausgeschlossen. Bist du dir sicher? Da ich mir nicht sicher war, ob es dieses Mal eine Antwort erwarten würde, zögerte ich kurz. Aber als es mich weiterhin erwartungsvoll ansah, sagte ich ihm, dass ich bereit sei. Es öffnete wortlos eine Art Portal und ich schritt hindurch. Ich fand mich in einer merkwürdigen Gegend wieder. Sie wirkte irreal und war anders als alles, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Eine Stimme ertönte wie aus dem Nichts. Ich erkannte sie sofort und zuckte zusammen. Du bist also wirklich gekommen, um die Prüfung des Raumkristalls zu bestreiten. Palkia hat dir sicher schon erklärt, dass es sich um ein Rätsel handeln wird. Bist du bereit oder möchtest du doch lieber umkehren? Ich bejahte die Frage, ob ich bereit sei. Ich nahm mir vor, meine Fragen zu stellen, sobald ich die Prüfung hinter mir hatte. Nun gut, ich bin gespannt auf deine Antwort. Meine Frage ist eigentlich sehr simpel, aber wahrscheinlich wirst du sie nicht herausfinden. Denn du musst wissen, wie alle hier, alle auf dieser Welt, bin auch ich ein normales Pokémon. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, welches. Ich musste mir beinahe ein Lachen verkneifen, als sie die Frage aussprach. Ich fragte mich, ob das jetzt eine Falle sei oder was nun los war. Ich war etwas verwirrt, aber nach den letzten Monaten kannte ich Latias Stimme mehr als genug. Doch sie hörte sich nicht so an wie von der Dunkelheit beeinflusst, so wie es seit ihrem letzten Treffen mit ihr war, sondern sie sprach so wie immer zuvor. Ich sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie Latias sei und fragte, was das werden sollte. Ich war durchgehend kampfbereit, da ich mit einem Angriff rechnete, doch es geschah nichts. Sie begann mir etwas zu erklären. Ich habe gehofft, dass du meine Stimme erkennst und somit die Prüfung bestehst.
Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich werde dir erklären, was geschehen ist und weshalb ich hier bin. Als sie fertig war, sah ich alles, was bisher vorgefallen war, noch einmal in einem anderen Licht. Ich war mir noch nicht zu 100% sicher, ob ich ihr überhaupt vertrauen konnte oder ob sie mich einfach anlog. Doch was sie sagte, erklärte viele Fragen, die ich mir vorher nicht beantworten könnte. Nun kennst du die Geschichte. Nimm den zweiten Elementkristall und erzähle den anderen, was ich dir gerade erzählt habe. Ich glaube an euch. Ich weiß, dass ihr es schaffen werdet. Viel Glück. Bevor ich mich versah, stand ich vor dem Eingang zur Raumspalte und hielt den Raumkristall in meinen Händen. Ich brach so schnell wie möglich in Richtung Schatzstadt auf. Ich begann zu rennen. Die anderen mussten unbedingt erfahren, was es mit allem auf sich hatte. Doch im Seelenwald musste ich kurz verschnaufen. In diesem Moment tauchte ein seltsames Etwas vor mir auf. Es sah aus wie, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war ein schwebender Schatten. Dieses Wesen traf genau auf etwas zu, das Latias mir erzählt hätte. Du bewegst dich keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Du weißt zu viel, als dass ich dich jetzt gehen lassen könnte. Nehmt ihn gefangen, ich habe noch Nutzen für ihn. Kaum hatte es ausgesprochen, wurde ich von Sorak umzingelt. Ich wusste, meine einzige Chance war, mich zu ergeben, doch ich schaffte es, unbemerkt den Kristall hier fallen zu lassen. Ich wusste nicht, was sie mit mir machen würden und was aus mir werden würde, doch ich hoffte, selbst wenn ich sie nie wiedersehen würde, dass sie zusammen die Welt retten konnten. Ich wusste, Günther würde es schaffen. Kapitel 21. Eine wahre Prüfung. Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos war, seit ich den Kristall der Zeit erhalten habe. Als ich wieder aufwachte, fand ich mich in unserem Lager in der Torheide-Klippe wieder. Necros, Mufflung und Girosam saßen um ein Lagerfeuer herum und schienen etwas zu besprechen. Doch keine Spur von Lord Ecke. Außerhalb regnete es in Strömen und es herrschte ein starker Sturm. Ich hatte keine bleibenden Schäden aus der Prüfung davongetragen. Nur mein Kopf dröhnte ein wenig. Das hinderte mich jedoch nicht daran, zu den Dreien zu stoßen. Endlich bist du wach, Günther. Du warst tagelang bewusstlos, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Flonk drehte den Kopf von mir weg. Aber das müssen wir ja immer noch. Auf meine Frage hin, was er meinen würde, erklärte mir Necrozma, was geschehen war. Und da uns noch etwas mehr als eine Woche bis zum Ende der Welt bleibt, haben wir uns nach langer Diskussion geeinigt, dass Lord Ecke aufbrechen würde, um den Raumkristall zu ergattern. Und zwar ihm bewusst, dass er es eigentlich theoretisch nicht schaffen kann, da du der Auserwählte bist, der den Kampf gegen die Dunkelheit gewinnen kann und nur dieser die Kristalle ergattern kann. Doch wir hatten keine andere Wahl. Er hatte uns versprochen, nach 3 Tagen mit dem Kristall zurückzukehren, aber heute ist bereits der 5. Wir hatten uns gerade darauf geeinigt, uns auf zur Raumspalte zu machen, um zu gucken, was passiert ist. Ich war sehr beunruhigt von der Situation, daher wollte ich natürlich mitkommen, auch wenn aus irgendeinem Grund mein Kopf immer stärker schmerzte. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, doch am Eingang des Seelenwaldes fiel auch den anderen auf, dass etwas mit mir nicht stimmte. Ich schaffte es nicht, ihr Tempo zu halten und stolperte öfters. Ich war inzwischen mit Schlamm übersät, da der Regen kein bisschen nachgelassen hatte. Mein Kopf tat mit jedem Schritt mehr weh, doch ich wollte die Reise nicht mit dem Ungewissen abbrechen. Als ich wieder stolperte, fing dieser Sam mich auf. Ich denke, wir sollten die Expedition lieber lassen, oder? Dir geht's nicht gut, Günther, habe ich recht. Ich wollte mir nichts anmerken lassen. Naja, es geht schon, ich habe nur etwas Kopfweh. Ich komme schon damit klar. Er sah mich durchdringend an. Komm schon, Günther, sei ehrlich. Du siehst aus, als würdest du gleich zusammenbrechen. Komm, lass uns lieber umkehren. Ich war traurig und enttäuscht, dass ich jetzt mit der Ungewissheit leben müsste, was mit Lord Ecke geschehen sei. Doch plötzlich rief Flank zu uns. Er kommt schnell, hier liegt der Elementkristall auf dem Boden. Wir rannten sofort zu ihm und dort lag er tatsächlich mitten auf dem schlammigen Boden. Er strahlte ein merkwürdiges Licht ab. Etwas an ihm wirkte seltsam. Als ich ihn in die Hand nahm, um ihn mir anzugucken, wurde mir schwindelig. Die ganze Gegend verschwamm vor meinen Augen und ich konnte auf einmal deutlich Lord Ecke sehen.
Er ließ unbemerkt den Kristall fallen, während er von Zoroark angegriffen wurde. Vor ihm schwebte eine Art schwarze Materie. Ich wusste, was geschehen war. Mein dimensionaler Schrei wurde ausgelöst. Seit meinem letzten großen Abenteuer, bei dem wir den Zeitturm vor dem Zusammenbruch gerettet hatten, habe ich ihn nicht mehr benötigt und ihn deshalb schon vergessen. Auf einmal sah ich vor mir wieder alles ganz deutlich. Ich saß auf dem Waldboden. Meine Kopfschmerzen schienen wie weggeblasen zu sein. Ist alles in Ordnung, Günther? Ich erzählte ihm von meiner Fähigkeit des dimensionalen Schreis und von dem, was ich gesehen hatte. Ich war ziemlich schockiert über das Geschehene, aber die anderen schienen sich sogar zu freuen. Nun gut, wir wissen zwar nicht sicher, wo Lord Ecke sich befindet, aber wir können uns relativ sicher sein, dass er noch lebt. Außerdem haben wir jetzt den zweiten Elementkristall. Ich sah ihn mir in meiner Hand noch einmal an. Sein Leuchten war einfach verschwunden. Nun unterschied ihn nur noch seine Farbe vom Kristall der Zeit. Mit einigen neuen Informationen, aber auch neuen Fragen, kehrten wir nach Schatzstadt zurück. Dort wollten wir uns noch ausruhen, bevor wir zur Mondsteingrotte aufbrachen.